Hallo, weiter geht's mit einer Folge Tour de France und Ineos Grenadiers. Es sind wie viele Etappen gefahren? 8 sind gefahren und ja, Carapaz Dritter in der Gesamtwertung. Nur 56 Sekunden hinter Roglic und schon einen guten Vorsprung von über 3 Minuten auf Vogelsang, Alaphilippe und Van Aert. Das sieht wirklich hervorragend aus, um zumindest das Podium zu erreichen. Viel mehr, naja, wird schwierig. Also, erster wird, glaube ich, nix. Ja, Spanien-Rundfahrt sieht ja wirklich sehr, sehr gut für Roglic aus. Ich gehe auch fast von aus, dass er nicht wirklich in Gefahr gebracht werden kann. Außer er hat natürlich einen schlechten Tag. Ansonsten, ja, wird da Roglic gewinnen. Dann ist ja die Tour im Prinzip, die Tour sag ich schon, die Radsport-Saison fast schon geschafft. Weltmeisterschaften kommen noch ein paar Klassiker und das war's dann eigentlich schon. Dann ja, ist wieder eine lange Pause, bis es dann losgeht wieder im Frühjahr nächsten Jahres, also im Februar, dann mit der UAE-Tour als erstes interessantes finde ich. Paris-Nizza, Tirreno Adriatico und so weiter bis zum Giro dann. Ab dann wird es wieder The stage's hochinteressant. first climb is in sight for those at the front. A second category ascension where the first rider will score one point towards the mountain standings. There's plenty of damage at the back of the peloton. Plenty of It will be a damage mal long journey wieder in the hier. saddle for those who fall behind. 160 sind schon einige zurückgefallen. The breakaway can't widen the gap. The So. riders are at the foot of the first significant mountain pass of the stage, the Col di Cisi, with its 10 km ascent at an average gradient of 5.9%. Ja, Row ist gleich weg vom The Fenster. pass is a first category climb. The riders can score 10, 8, 6, 4, 2 and 1 points towards the mountains classification. It's a new first category climb that now awaits the riders, So. the Col du Pre. The second half of Jetzt the müssen wir climb is langsam ein bisschen very aufpassen, demanding because wenn the was slope passiert. rarely drops below 8%. Lugro fällt zurück. Ups. It's classified as a first category pass. Jetzt gibt's hier aber mal wirklich gut Verpflegung. There will be 10 extra points to be picked up towards the polka dot jersey, the first one over the top. After the 70 Fahrer summit, the noch. riders will head straight onto the Col de Roseland climb. Castroviejo ist weg. Van Baarle wird gleich wegfallen. Ich habe gar nicht geguckt, wer eigentlich in der Ausreisergruppe so ist. Cataneo, Nibali, Soler, Chavez. Oh, er wird wieder gut Punkte machen, Chavez. So, Geoghegan Hart fällt gleich zurück.
Kwiatkowski und Richiport haben auch schon ganz schön Probleme hier. Oh, und ich mit Carapaz mit schlechter Form ist natürlich mehr als ungünstig. Buchmann fällt auch zurück. Ja, ich muss mit Carapaz jetzt probieren. Hier. The race leaders begin the ascent of the Cormer de Rosland. 5.5 kilometers on an average slope of 6.5%. Ja, muss jetzt echt aufpassen. Carapaz, dass ich hier heute nicht zu viel verliere. Ja, Kwiatkowski muss schon mal was nehmen. Tempo ist nicht so hoch, also insofern könnte es vielleicht klappen. Obwohl es in, naja, bisschen was an Verpflegung muss ich wahrscheinlich schon nehmen. Richie Port muss ich auch verpflegen, so wie es aussieht. Geraint Thomas vermutlich dann auch. So, wie weit ist es noch? Ah, fast 2 Kilometer noch. Ist noch viel. Jetzt fallen wieder jemand zurück. Isagire. Das Tempo ist schon wirklich hoch, ey. Warren Barguil. His teammates are riding to protect the jersey. Puh, ja, nicht mal mehr die Hälfte an Verpflegung. Ist natürlich echt nicht so schön. Ich hoffe, ich werde mich jetzt wieder voll regenerieren in der Abfahrt hier mit Carapaz. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Sehr schön. The time gap with the head of the race isn't changing, lad. So, jetzt geht's aber gleich los.
So, Jack Hague fährt auch ganz gut, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Gesamtwertung bei der Spanien-Rundfahrt. Ja, die Frage wird halt nächste Saison sein: Wer kann Roglic und Pogacar schlagen? Wer wird dazu in der Lage sein? Könnte ja durchaus möglich sein, dass sie zu zweit nächstes Jahr sich alle drei Rundfahrten aufteilen werden. Das heißt, einer könnte vielleicht zwei Rundfahrten gewinnen. Einer Giro, einer Spanien-Rundfahrt noch. Wäre eine Möglichkeit. Ja, mal gucken. Oder Giro wird wieder sich jemand anders schnappen können. Ich denke aber, mein Nächster wird Bernal nicht wieder den Giro fahren, sondern sich komplett auf die Tour konzentrieren. Dann wird es halt interessant, wer dann aus Ineos Sicht den Giro fahren wird. Vielleicht Carapaz nochmal. Mal schauen. So, jetzt geht's aber wieder hier nach oben. 21 Kilometer. Alaphilippe greift an. Toll. Gaudu. Baut Van Aert, hat hey Pogacar. Another 20 kilometers before the finish in team. And remember that the finish is not at the top of the climb, but 2 kilometers further on. Roglic greift nicht an. Immer noch 32 Fahrer in der Gruppe. Alaphilippe greift wieder an. Sieht sonst aus, Thomas, ja. Miguel Angel Lopez. Vingegaard, das wird nächstes Jahr auch interessant. Vielleicht darf ja Vingegaard nächstes Jahr den Giro als Kapitän fahren. Das wäre noch eine Variante. Mal schauen. So, wann kriegen jetzt hier die ersten Fahrer Probleme in der Gruppe? Also wirklich wegkommen die auch nicht, der Michael Woods und der Alaphilippe. Bin ja auch nächstes Jahr auf Bora gespannt. Sie dann bei der Tour wirklich hier mit der kompletten Rundfahrerriege fahren. Vlasov, Keldermann, Buchmann, vielleicht noch Hindley.
dann werden sie halt komplett konzentriert auf Gesamtwertung. Mal sehen, bin ja auch gespannt. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall Bennett mit noch mindestens einem Anfahrer dabei sein bei der Tour. Weil Bennett ist einfach zu stark, um ihn nicht mitzunehmen. Also man muss ihn wirklich mitnehmen. Ja, ist auf jeden Fall für Etappensiege gut, Sam Bennett. So, aber jetzt muss ich mal schauen, noch 13 Kilometer. Ja, meine Energie wird langsam, aber sicher weniger. Tja. Wer ist jetzt zurückgefallen? Kreuzweil, Konrad, Maika. About 3 kilometers of respite before confronting the second half of the climb. Oh, JK kriegt Probleme, wie es aussieht. Oder vielleicht kommt ja nächstes Jahr dann schon das spanische Top-Talent. Oh Gott, wie heißt der gerade mal? Ayuso oder so heißt er, glaube ich. Groß raus. Ich meine, er ist 20. Pogacar ist jetzt auch noch nicht so sehr viel älter. Ich glaube 22. Oder 23, ich weiß es gar nicht genau. Also es ist schon möglich da, dass da vielleicht jemand kommt, dann doch... Pogacar und Roglic vielleicht in Bedrängnis bringt, aber er fährt ja im gleichen Team wie Pogacar, fällt mir gerade ein. Insofern werden sie wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig bei der Tour fahren lassen. Oder dann, wenn dann, als Helfer für Pogacar. So. Jetzt geht es dann wieder etwas steiler nach oben. 23 Fahrer noch. Es werden langsam, aber sicher weniger. Richie Port und Thomas immer noch dabei. Kwiatkowski fällt jetzt zurück. Enric Mas, ja, der fährt diese starke Spanien-Rundfahrt. Bin gespannt, ob er das bis zum Ende durchhält. Gegebenenfalls ja Roglic schon mal angreifen kann. Keiner macht jetzt, greift Pogacar an, aber ich fahre hier mal auf Taktik und gehe mit Pogacar da erstmal nicht mit. Das ist mir einfach zu krass vom Tempo. Ja, keine Chance, das mache ich nicht. Komisch ist, dass Roglic nicht sofort reagiert. Jetzt greift er an. Nee. Uiuiui. For the head of the race. Okay, I'll consume a feed. Jetzt greift er an. Watch out! The yellow jersey is trying to get away. We mustn't let him. Ich kann das Tempo noch nicht erhöhen. Bilbao greift an.
Uran hat Probleme. 4,6 Kilometer. Richie Port, hallo? Boah, die Gruppe ist schon richtig klein geworden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt ist nur noch Enric Mas, Bilbao vor mir. Und dann natürlich ja Pogacar und Roglic. Ja, gut. Die sind jetzt erstmal kein Maßstab für mich. Toins. 3,6 Kilometer. Lieber Ali, gewinnt vor Cataneo. Oh ne, ist nur die Bergwertung. Ziel ist noch ein Kilometer dann. Greifen die nochmal vorne an. Ziel. Nibali gewinnt. Komm, komm, komm. Und... Ach, noch vor Enric Mas. In Zeitlupe noch vorbeigequetscht. Ja, ein bisschen Zeit verloren, aber im Endeffekt nur auf Roglic und... Pogacar. Das ist ja tatsächlich nicht wirklich schlimm. Aber durch die schlechte Form bin ich trotzdem eigentlich schon ziemlich zufrieden. Es lief jetzt nicht schlecht. Also wenn ich da mal mit Carapaz Topform habe, da kann ich tatsächlich mal versuchen anzugreifen. Die dann noch Pogacar oder Roglic einmal schlechte Form haben, ist da vielleicht doch noch was drin, ein bisschen Zeit gut zu machen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich erstmal jetzt Zeit verloren. He succeeded in avoiding it. We could have hoped for better than a top 10 place today. The podium seemed possible. It's a pity. Ach, Godu war noch dabei davor. Godu, okay, den habe ich jetzt komplett vergessen. Die anderen waren ja Ausreisergruppe. Genau, die waren ja alles Ausreiser. 2:30, 4:07, 1:30. Na ja, gut. Roglic. Die hatten schon auch schlechte Form. Das kann doch nicht sein, ey. Na gut, Gesamtwertung sieht wie folgt aus. Ja, 2:07 jetzt. Jetzt haben wir schon richtig viel eingebüßt. Godu 6:27. Ich bin jetzt 4 Minuten vor dem nächsten. Vogelsang hat viel verloren. Bilbao, ja, von der Art natürlich. Tja. Port ist 12. Tom ist 17. Enric Mas 16. Vingegaard 15. Buchmann nur 32. Naja. Naja, gut, gucken wir mal die nächsten Etappen dann an, was dann noch so passiert. Auf jeden Fall, Carapaz, dritter Platz, sieht safe aus, aber. Ich will schon noch irgendwie Roglic oder Pogacar irgendwie in Bedrängnis bringen, wenn es geht. Mal gucken. Ja, das war wieder eine Folge mit Ineos. Ja, es geht weiter. Dann höchstwahrscheinlich morgen. Bis dahin. Tschüss.